Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 8978, sonderpädagogische Förderung jetzt sicherstellen, Ausrufezeichen. Es spricht für die antragstellende Fraktion Frau Kollegin Pieper. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung gab es in Einzelfällen immer schon mal. Oft dauerte die Bearbeitung unverhältnismäßig lange. Das war ja auch einer der Kritikpunkte zum Thema Förderberufskollegs, der Antrag, den wir gerade behandelt haben. Mit dem Schreiben der Bezirksregierung Münster vom 1.6. dieses Jahres wird das Problem noch einmal sehr deutlich. Die Erwartung, dass mit dem Ausbau der Inklusion an unseren Schulen weniger AUSF-Verfahren beantragt werden, hat sich offensichtlich bisher nicht bestätigt. Nun informiert eine Bezirksregierung die Schulen, für die sie die Schulaufsicht ausübt, dass wegen Personalmangels die Bearbeitung der in diesem Schuljahr gestellten Anträge nicht bis zum Ende des Schuljahres abgeschlossen werden kann. Für die betroffenen Eltern und Kinder, aber auch für die Schulen, ist das eine sehr schwierige Situation. Die Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs wird ja nicht zum Spaß angestrebt, sondern hat meistens sehr, sehr schwerwiegende Gründe. Beim gegenwärtigen Stand der Inklusion an unseren Schulen sind die AUSF-Verfahren, insbesondere in der Sekundarstufe 1, weiterhin zentral für die Gewährleistung von sonderpädagogischer Unterstützung der betroffenen Schülerinnen und Schüler. Dies gilt gleichermaßen für die Schülerinnen und Schüler von Schulen, die inklusive Angebote machen, aber auch für Schulen, die noch kein gemeinsames Lernen eingerichtet haben. Im Förderschwerpunkt Lernen geht es um die Frage, ob ein Schüler oder eine Schülerin zieldifferent unterrichtet werden kann oder muss. Es kann niemand bestreiten, dass diese Entscheidung auch an Schulen des gemeinsamen Lernens möglichst in der 5. oder 6. Klasse getroffen werden muss. Genau deshalb setzt das Schulgesetz hier eine Grenze, indem es die Antragstellung bei vermuteten Lernbeeinträchtigungen durch die Schule nach dem 6. Schuljahr ausschließt, wie wir wissen. Mit dem AUSF-Verfahren kann auch der Wunsch nach einem Wechsel an eine Förderschule einhergehen. Eltern können dieses Verfahren beantragen, wenn sie für ihr Kind möchten, dass es an einer Förderschule unterrichtet wird. Hierfür ist die amtliche Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs eine zwingende Voraussetzung. Und hiermit steht auch in Verbindung dann die Planung der einzelnen Schulen. Es geht bei den AUSF-Verfahren immer auch darum, dass die Betroffenen einen verlässlichen Anspruch auf sonderpädagogische Unterstützung erhalten. Die Berücksichtigung des Elternwillens, die Verbindlichkeit der sonderpädagogischen Unterstützung und die Planungssicherheit für die Schulen, diese grundlegenden Ansprüche hängen an dem AUSF-Verfahren. Monatelange Wartezeiten und Schwebezustände sollten deshalb nicht sein. Vor allem sind Verzögerungen der Entscheidungen bis ins folgende Schuljahr dringend zu vermeiden. Die Sommerferien können dann wirklich zur Qual für Schüler werden, die nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Das mag zwar alles nicht so gewichtig klingen, es sind aber die vielen kleinen Schwierigkeiten, die dazu führen, dass Eltern und Schüler ihr Vertrauen verlieren, dass ihre Sorgen ernst genommen werden. Der reibungslose Ablauf eines Verfahrens ist die Grundlage für die Zuversicht der Eltern, dass für ihr Kind das Beste getan wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pieper. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Frau Kollegin Stotz. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir stehen unmittelbar vor dem Ende des ersten Schuljahres, in dem das erste Gesetz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen unseres Landes Einzug gehalten hat. Mit Inkrafttreten des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes am 1. August letzten Jahres haben wir nach einem intensiven, gründlichen und teils auch sehr leidenschaftlichen Beratungsprozess mit allem am Schulleben Beteiligten unser Schulrecht entsprechend der Behindertenrechtskonvention weiterentwickelt und damit den Rechtsanspruch auf einen Platz in der allgemeinen Schule für jedes Kind festgeschrieben.
Auch wenn wir in Nordrhein-Westfalen auf eine lange Tradition des gemeinsamen Lernens zurückblicken können, war allen Beteiligten von Anfang an klar, dass der Umbau unseres Schulsystems hin zu einem inklusiven Schulangebot keine leichte Aufgabe ist, dass der Weg dahin mit zahlreichen Stolpersteinen gepflastert sein würde und dass der Prozess vor allem eines braucht, vor allem Zeit. Im Beratungsverlauf haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass das 9. Schulrechtsänderungsgesetz ein erstes Gesetz zur Umsetzung der Inklusion im Schulwesen darstellt. Damit meinen wir, dass auf dem Weg hin zu einem inklusiven System sicherlich Fragestellungen auftreten und sich Probleme ergeben werden, die wir am Anfang des Prozesses noch gar nicht im Blick hatten, oder dass es sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Sand im Getriebe geben wird. Ministerin Lörmann hat es in der letzten Plädardebatte, als es auch um das Thema Inklusion ging, völlig richtig formuliert. Inklusion ist ein Kinderrecht, Inklusion ist aber längst kein Kinderspiel. Inklusion, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist eine Herausforderung für alle, in der Schule wie in der gesamten Gesellschaft. Und deshalb ist es richtig und wichtig, den Umbauprozess auch von Seiten der Politik engmaschig zu begleiten. Und da, wo sich etwas problematisch entwickelt, müssen wir auch den Mut haben, umzusteuern, nachzubessern und darüber nachzudenken, wie es gelingen kann, den Schulen bei Problemen bedarfsgerechte Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist das erklärte Ziel dieser Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen. Der in Rede stehende Antrag der Piratenfraktion basiert, so steht es zu vermuten, auf einem Schreiben, das der Verband Sonderpädagogik an die Fraktionen hier im Haus gerichtet hatte. Hierin wird beklagt, dass die Bezirksregierung Münster nicht alle AOSF-Verfahren im laufenden Schuljahr wird abschließen können. Auch die SPD-Fraktion hat dieses entsprechende Schreiben erhalten. Im Gegensatz zur Fraktion der Piraten, die als Oppositionsfraktion, wie nicht anders zu erwarten, hieraus gleich einen Antrag formuliert, haben wir es vorgezogen, uns mit diesem aufgezeigten Problem direkt an das Ministerium zu wenden. Denn auch uns ist es wichtig, dass da, wo Probleme auftreten, schnellstmöglich auch nach Lösungen gesucht wird. Und das Ministerium hat uns gegenüber deutlich gemacht, dass trotz dieser aufgetretenen Engpässe die Förderung der Kinder nicht gefährdet ist. Allein das ist für uns entscheidend und maßgeblich. Darauf kommt es doch an. Und von daher wurde hier ja bereits gehandelt, so gut man das Anliegen der Opposition hier an dieser Stelle vielleicht nachvollziehen kann. Wir sind einen Schritt weiter. Und aus unserer Sicht erübrigt sich deswegen hier auch ein derartiger Antrag und eine Aufforderung an das Ministerium. Und deshalb werden Sie mit der sicherlich verstehen, dass wir diesen Antrag dann hier und heute auch ablehnen. Unabhängig vom Piratenantrag können wir aber festhalten, der Inklusionsprozess in unserem Lande ist im vollen Gange. Es zeigt sich, dass die Schulen im Land sich auf den Weg gemacht haben und dass sie sich der Aufgabe auch sehr engagiert annehmen und selbst ein hohes Interesse daran haben, den Prozess gelingend voranzubringen. Dabei ist uns auch klar, dass es an der einen Schule besser gelingt als an der anderen, dass es Schulen gibt, die bereits Erfahrungen sammeln konnten und andere wiederum noch sehr am Anfang stehen, dass es Entwicklungen gibt, die wir im Blick behalten müssen, wie etwa der Anstieg der AOSF-Verfahren, den wir aktuell zu verzeichnen haben und der auch uns mit Sorge erfüllt. Hier sind wir von Seiten der Politik sicher gefordert, den Ursachen genauer auf den Grund zu gehen und nachzusteuern. Das haben wir den Schulen zugesichert. Und das sind wir vor allen Dingen den Kindern schuldig, die einen Anspruch auf ihre individuelle Förderung haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Stotz. Und für die CDU-Fraktion spricht nun Frau Dr. Bunse. Gut. Herr Präsident, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit der Drucksache 16-8978 berichtet die Fraktion der Piraten über folgende Situation an den Schulen in NRW im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Münster hinsichtlich deren Bearbeitung von Anträgen zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf bei Schülerinnen und Schülern. Die Bezirksregierung teilt also mit, dass die Verfahren nicht zeitgleich und zeitnah abgearbeitet werden können und sie schlägt darum vor, vorrangig die Anträge der Schulen zu prüfen, an denen zum Beginn des Schuljahres 2015/16 noch kein gemeinsames Lernen eingerichtet ist. Nachrangig entschieden werden die Anträge von Schulen, an denen zum Schuljahresbeginn 15/16 schon gemeinsames Lernen eingerichtet ist. Meine Damen und Herren,
Ich habe den Antrag zunächst mehrfach gelesen, bis mir wirklich deutlich wurde, die Piraten legen dar, dass die Bezirksregierung Münster den Schulen wahrscheinlich besonders im Sekundarbereich 1 mitteilt, dass die Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs bei Kindern bzw. Jugendlichen nicht zeitnah abgearbeitet werden können, weil schlichtweg das Personal fehlt. Und dann hören wir hier gerade, dass für die Kinder aber trotzdem gesorgt sein wird. Im 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat die rot-grüne Landesregierung festgelegt, dass AOSF-Verfahren im Normalfall vom Initiativrecht der Eltern ausgelöst werden. Und das darf nicht vor Beendigung der Schuleingangsphase geschehen. In den Grundschulen läuft das Modell Inklusion leicht gemacht zurzeit auf dem Rücken von Kindern und vor allem auch auf Kosten der Lehrerinnen und Lehrer, aber es läuft. Und dann kommt es in den Jahrgangsstufen 5 und 6 zum Final Countdown. Nach Beendigung der Jahrgangsstufe können nämlich, wie wir gerade gehört haben, keine Verfahren mehr eingeleitet werden. Warum auch immer, der Förderbedarf scheint nicht festgestellt worden zu sein, aber ist ja dennoch da. Und jetzt schnellen für viele unerwartet die Anträge kurz vor 12 in die Höhe. Vielleicht auch, weil sich viele Schulen und Eltern verunsichert fühlen und ganz einfach über diesen Weg mehr Unterstützung einfordern wollen. Die Bezirksregierung Münster sieht in ihrem Verhalten wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, betroffenen Kindern dazu zu verhelfen, wenigstens an eine Schule mit sonderpädagogischem Fachpersonal wechseln zu können. Ein pragmatischer Weg. Aber vor allen Dingen auch gibt er Zeugnis davon, dass schlichtweg zu wenig Fachpersonal an allen Ecken und Kanten dieses Modells Wir machen rucki-zucki Inklusion in Nordrhein-Westfalen vorhanden ist. Meine Damen und Herren, das Vorenthalten von zeitnaher, zielgerichteter Förderung unserer Kinder und deren verpasste Abschlusschancen führt vielleicht zu größerer und vor allen Dingen lebenslanger Stigmatisierung, die möglicherweise dann auch folgenschwerer ist als die Stigmatisierung durch ein zeitnah durchgeführtes AOSF-Verfahren. Da ist die Forderung der Piraten auf dem Boden der im Antrag beschriebenen Tatsachen nur folgerichtig. Die Bearbeitung der AOSF-Verfahren an allen Schulen muss zeitnah sicher sein. Allerdings, das wissen auch wir, ist in die Durchführung eines jeden AOSF-Verfahrens auch eine sonderpädagogische Lehrkraft eingebunden und die wird dann wieder an anderer Stelle fehlen. Es zeigt sich für uns ganz einfach erneut, dass die rot-grüne Landesregierung zwar jedes Kind mitnehmen will, das glauben wir gerne, aber bei weitem nicht für die dazu erforderlichen personellen Ressourcen sorgt. Wir können den Piratenantrag hinsichtlich der Forderung zeitnaher Bearbeitung aller AOSF-Verfahren nachvollziehen. Und daher werden wir diesem Antrag auch zustimmen. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Bunse. Und für die Grüne Fraktion hat das Wort nun Frau Kollegin Schmidt-Promny. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der Piraten fordert, dass die sonderpädagogische Förderung sicherzustellen sei. In dieser Zielsetzung sind wir uns doch bitte alle einig. Da stellt sich die Frage, ist dieser Antrag vonnöten? Der Antrag greift ein Schreiben der Bezirksregierung auf. Der Inhalt ist inzwischen hinlänglich bekannt. Ich möchte aber auch darauf verweisen, dass die Bezirksregierung hier versucht, hat, eine Lösung zu schaffen. Sicher gilt es zu klären, warum diese Situation entstanden ist. Aber das Schreiben will doch erreichen, dass die sonderpädagogische Förderung für die betroffenen Kinder sichergestellt wird, und zwar auch an den Schulen, an denen es bisher noch keinen gemeinsamen Unterricht gibt. Diese Zielsetzung ist unseres Erachtens im Sinne der Kinder absolut zu begrüßen. Erinnert sei daran, dass die Kinder, die jetzt nicht vorrangig einem AOSF-Verfahren zugeführt werden, nicht ohne sonderpädagogische Unterstützung bleiben, weil sie ja eben an einer Schule mit gemeinsamem Unterricht eingeschult werden und dabei an der sonderpädagogischen Förderung dieser Schule auch teilhaben werden. Es handelt sich hier also um eine zeitliche Prioritätensetzung, damit auch an diesen Schulen ein Kontingent sonderpädagogischer Lehrerstunden zugeordnet und damit die notwendige Förderung erreicht werden kann. Was sagt uns dann der Antrag der Piraten? Wünschenswert ist doch, dass alle Schulen sonderpädagogische Förderung sicherstellen zu können. Das ist doch das Ziel der Inklusion an der Schule. Aber bleiben wir doch realistisch. Wir befinden uns zurzeit auf dem Weg. Dabei sind Hindernisse zu überwinden. Festzustellen ist dabei, dass gegenwärtig zu wenige Sonderpädagoginnen zur Verfügung stehen.
Es gilt, diese Ressource möglichst effizient einzubinden. Unter anderem gibt es deshalb auch Schwerpunktschulen. Vorrangiges Ziel muss es sein und ist es, möglichst schnell mehr Sonderpädagoginnen zu gewinnen. Deshalb ist die Zahl der Studienplätze im Bereich Sonderpädagogik deutlich erweitert worden. Wesentlich ausgebaut werden soll diese Ressource zudem durch die berufsbegleitende Fortbildung im Bereich Fortbildung zur Sonderpädagogik. Das ist vor allem deshalb notwendig, weil die zusätzlichen Studienplätze 6 Jahre brauchen, bis die dann ausgebildeten Lehrer und Lehrerinnen in die Schule kommen. Kurz- und mittelfristig brauchen wir also diese berufsbegleitende Fortbildung direkt im Alltag der Schulen. In der Frage der zur Verfügung stehenden Zahl, lieber Kollege, vielleicht ist das nicht uninteressant für Sie, noch mal zurückzublicken, an der Frage der zurzeit zur Verfügung stehenden Zahl der Sonderpädagoginnen wirkt sich negativ aus, dass mit dem Beschluss der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung 2006 und der damit anstehenden Übernahme in das deutsche Recht nicht vorausplanend reagiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde versäumt, mehr Studienplätze zur Verfügung zu stellen. Hochmotivierten potenziellen Studenten wurde durch einen hohen Numerus Clausus der Zugang zum Fach Sonderpädagogik verwehrt. Dieser Fehler rächt sich heute, denn diese Studenten könnten jetzt als fertige Sonderpädagogen in den Schulen eingesetzt werden. Und heute stehen wir vor dem Problem, dass eine hohe Zahl von Kindern dem AOSS-Verfahren auf Wunsch der Eltern zugeführt wird. Das ist ein zu hinterfragender Aspekt, diese Zahl der hohen AOSS-Verfahren. Anscheinend stoßen auch die Gesundheitsämter und sonderpädagogischen Zentren, die diese Verfahren durchführen, auf Kapazitätsgrenzen. Auch hier gilt es, Ressourcen zu überprüfen. Auf diesem Hintergrund nun versucht die Bezirksregierung Münster, eine Lösung für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf trotzdem zu schaffen. Damit verfolgt sie das Ziel, kein Kind durch das Raster fallen zu lassen. Das muss doch das Ziel aller Anstrengungen, aller am Prozess Beteiligter sein. Alle Kinder, die den Bedarf haben, die sonderpädagogische Förderung zu gewährleisten. Das ist doch auch hier im Parlament Konsens. Und wenn die Kollegin jetzt das aufgreift, um zur Beschreibung einer zusätzlichen oder einer weiteren Stigmatisierung der Kinder mit besonderem Förderbedarf auszuholen, bin ich der Meinung, das entspricht nicht den Bemühungen vor Ort und das ist auch entspricht nicht den Bemühungen, die wir politisch verfolgen. Und deshalb stellt es auch nicht den Weg, den wir gegangen sind, zu dem Ziel Inklusion hin in Frage. Also ich gehe davon aus, wir haben einen Konsens im Parlament zur Inklusion. Auf diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was bringt uns der Antrag der Piraten? Wie bringt er uns weiter? Was ist seine eigenständige Zielsetzung? Wir können das nicht feststellen, dass dem so ist, und deshalb lehnen wir den Antrag ab. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Schmitz das Wort. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ebenfalls Hinweise zu diesem inakzeptablen Vorgang erhalten. Und die FDP teilt die Empörung der Piraten. Leider verfestigt sich der Eindruck, dass das Schulministerium und nachgeordnete Behörden durch das überstürzte rot-grüne Vorgehen bei der Inklusion vollkommen den Überblick verloren haben. SPD und Grüne verändern in atemberaubendem Tempo sonderpädagogische Förderung zur reinen Aufbewahrung. Sehr geehrte Damen und Herren, das unverantwortliche Vorgehen bei der Frage der Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs zeigt sich leider immer wieder. Durch das 9. Schulrechtsänderungsgesetz sind beim AOSF-Verfahren deutliche Veränderungen vorgenommen worden. Meine Kollegin Gebauer hat daher in einer kleinen Anfrage nachgefragt, wie sich die Zahl der Anträge auf Einleitung eines AOSF-Verfahrens entwickelt hat. Die Landesregierung konnte keine Auskunft geben. Ja, es gab nicht mal eine Antwort, wie viele Anträge vor Inkrafttreten des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes gestellt worden sind. Allerdings erklärte die Landesregierung zu Anträgen von Eltern,
Die Eltern hätten einen Anspruch darauf, dass die zuständige Schulaufsichtsbehörde über ihre Anträge förmlich entscheidet. Zum Glück für die Landesregierung wurde nicht gefragt, wann über die Anträge entschieden wird. Auch die Rückmeldung, dass Eltern gezielt von der Antragstellung abgeraten wird, schien das Ministerium nicht weiter zu stören. Ebenso werden Anträge von Schulen nun offenbar schleppend behandelt. Die großen Probleme, die dieses Vorgehen zeitigen können, sind bereits geschildert worden. Ich möchte auf einen Aspekt eingehen, den ich bei diesem Vorgang insbesondere indiskutabel finde. Die Bezirksregierung Münster schreibt als nachgeordnete Behörde des Schulministeriums betroffenen Schulen, dass es letztlich nicht problematisch sei, wenn Anträge von Schulen des gemeinsamen Lernens später bearbeitet würden. Begründung: Durch das sonderpädagogische Stellenbudget würden die Kinder dort eine, ich zitiere, angemessene individuelle Förderung im Sinne der inklusiven Beschulung erhalten. Gleichzeitig erklärt die vorgesetzte Schulministerin in Interviews, Verbesserungsbedarf bestehe darin, dass, ich darf zitieren, wir noch nicht überall genug Ressourcen für Sonderpädagogik an den inklusiven Schulen haben. Wenn es nicht so traurig für Kinder und Lehrkräfte wäre, könnte man diesen Umgang mit den betroffenen Schulen schon fast als grotesk bezeichnen. Sehr geehrte Damen und Herren von Rot-Grün, Sie loben sich für Ihre angebliche Präventionspolitik und Sie würden kein Kind zurücklassen. Offensichtlich schaffen Sie es aber nicht einmal, für Kinder einen angemessenen Einstieg in eine Förderung sicherzustellen. Sie tragen die Verantwortung für das Wohl dieser Kinder. Kommen Sie Ihrer Verpflichtung nach und stellen Sie sicher, dass AUSF-Anträge auch zeitnah bearbeitet werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Für die Piratenfraktion hat Frau Kollegin Pieper für eine Klarstellung noch einmal kurz ums Wort gebeten. Wenn Sie, Frau Ministerin Lörmann, damit einverstanden sind, ziehen wir das vor, bevor die Regierung gleich das Wort erhält. Dann bitte, Frau Kollegin Pieper. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte nur noch mal ein paar Sachen klarstellen. Also ich bin weniger empört als einfach besorgt, weil ich weiß, wie schwierig die Situation für Eltern und Kinder sind, wenn sie tatsächlich warten müssen, bis eine Entscheidung da ist. Frau Stotz, Sie sagen relativ wenig zu unserem Antrag, viel zu Ihren hehren Zielen und sagen dann, die Förderung der Kinder ist nicht gefährdet. Das sagt die Landesregierung. Was heißt das denn? Sie ist nicht gefährdet. Es geht doch teilweise tatsächlich darum, wenn Eltern sagen, ich möchte mein Kind an einer Förderschule beschult haben und morgen ist der letzte Schultag vor den Ferien, dann macht es doch Sinn, dass so ein Kind direkt nach den Ferien auf eine andere Schule geht als 8 Wochen später. Da kann mir doch keiner erzählen, die Förderung ist nicht gefährdet. Wir stellen also fest, die Zahl der Anträge steigt und die Frau Schmidt-Promny-Kollegin sagte gerade, die Bezirksregierung will eine Lösung schaffen. Jo. Sie will eine Lösung schaffen. Warten wir es ab. Dann sprechen Sie von Prioritätensetzung und sprechen von Sonderpädagoginnen, die ausgebildet werden müssen. Bin ich komplett bei Ihnen. Aber darum geht es hier gar nicht. Die Schulen bekommen ein Datum, an dem ein AUSF bei der Bezirksregierung vorliegen muss. Egal, wo die Ressourcen hernehmen. Und es geht hier nur um die Zeit, die die Bezirksregierung braucht, um das Verfahren zu betrachten, zu begutachten und wieder zurückzugeben. Und zuletzt will ich noch sagen, dann begründen Sie einen Missstand mit dem anderen. Ja, Sie haben recht, die Gesundheitsämter, die schaffen es nicht. Die schaffen es nämlich nicht, weil alle Flüchtlingskinder, bevor sie zur Schule gehen müssen, zum Gesundheitsamt müssen. Und dann ist es auch Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Gesundheitsämter genug Personal haben, um das leisten zu können. So, vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die Landesregierung erteile ich Frau Ministerin Lörmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, dass da einiges durcheinander geht. Frau Bunse und Frau Schmitz, Sie werden, glaube ich, nach Ihrer Empörungsdarstellung verstehen, dass es richtig war, und da haben wir jetzt, und der Finanzminister würde sich besonders freuen und auch der Innenminister, dass es richtig war, dass Rot-Grün eine ihrer Maßnahmen nicht fortgesetzt hat, nämlich pauschal im Bereich der öffentlichen Verwaltung immer die Stellen um 1,5% Jahr für Jahr abzusenken.
Doch natürlich im Schulbereich, in der Verwaltung der Bezirksregierung finden zum Teil Schulaufsicht statt, verehrter Herr Hovenjürgen. Und die Bezirksregierungen sind, was das Personal angeht, zum Teil ausgeblutet. Und deswegen kommt es auch zu Antragsstau in bestimmten Bereichen. Und deswegen war es richtig, hier den pauschalen Stellenabbau im Bereich der öffentlichen Verwaltung zu stoppen, wie SPD und Grüne das gemacht haben. Ja, also das war mir jetzt erstmal wichtig, weil Sie hier so tun, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und dann gebe ich Ihnen noch eins mit, Herr Hovenjürgen. Frau Schmidt-Promny hat schon darauf hingewiesen. Wie lange dauert denn der Prozess, bis ein Sonderpädagoge in der Schule zur Verfügung steht? 5 Jahre im Bereich des Studiums und 2 Jahre bzw. 1,5 Jahre Vorbereitungsdienst. Macht zusammen 6,5 Jahre. Wann hätten also diese Voraussetzungen für die Schaffung von Sonderpädagogen gestellt werden müssen? Vor 6,5 Jahren, verehrter Herr Hovenjürgen. Darauf wollte ich zu Beginn auch noch mal hinweisen. Und jetzt komme ich gerne zu dem Anliegen. Und das Anliegen ist berechtigt. Frau Ministerin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Frage des von Ihnen angesprochenen Kollegen Hovenjürgen. Aber gerne. Dann los bitte. Frau Ministerin Nörmann, erst einmal herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? 6,5 Jahre dauert es, bis der Sonderpädagoge zur Verfügung steht. Geben Sie damit indirekt zu, dass Sie die Inklusion zu übereilt und überhastet und ohne das notwendige Personal durchgeführt haben? Sehr geehrter Herr Hovenjürgen, der Bedarf an Sonderpädagogen ist unabhängig vom Förderort der Kinder, also unabhängig davon, ob die Kinder in der allgemeinen Schule oder in der Förderschule lernen. Unabhängig davon haben wir einen Mangel an Sonderpädagogen. Da können Sie den Kopf schütteln, wie Sie wollen. Jetzt möchte ich auch noch einiges richtigstellen. Seit es das Verfahren zur förmlichen Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung gibt, ist es immer wieder vorgekommen, dass Feststellungsverfahren nicht bis zum Ende eines Schuljahres abgeschlossen werden konnten. Die Problematik ist somit weder neu noch durch das 9. Schulrechtsänderungsgesetz verursacht. Aber die aus diesem zeitlichen Verzug resultierenden Folgen für die Schülerinnen und Schüler haben wir gerade mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz abgefedert. In der Vergangenheit war nämlich die Etikettierung die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt sonderpädagogische Unterstützung gab und bedeutete automatisch den Wechsel zur Sonderschule und zur Förderschule. Im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen, die den größten Teil der sonderpädagogischen Förderbedarfe ausmachen, ist das nun nicht mehr so. Die Ressource steht der Schule als systemische Unterstützung zur Verfügung. Und offensichtlich, und das ist Teil des Prozesses, darauf hat insbesondere Frau Stotz hingewiesen, dass wir uns in einem Entwicklungsprozess befinden und dass diese veränderte Form der Ressourcensteuerung, die aber Kernpunkt des neuen Vorgehens ist, eben noch nicht überall gleichermaßen praktiziert wird. Und das macht die Problembeschreibung deutlich. Häufig haben wir eben noch die Vorstellung nach dem Muster, wir haben ein Etikett fürs Kind und dann gibt es zusätzliches Geld für dieses Kind. Dieses Verfahren, dass wir das nicht mehr so machen wollen, also nicht mehr dieses sogenannte Etikettierungsressourcendilemma befolgen wollen, so nennt das die Wissenschaft, so wollen wir nicht mehr vorgehen. Und das ist auch nicht so skandalisierbar, wie Sie das gerne tun von CDU und FDP, weil dieses Prinzip in dem Schulversuch, den die Vorgängerregierung gemacht hat, nämlich genauso schon angewandt worden ist, meine Damen und Herren, weil es dafür gute Gründe gibt. Also Sie nutzen hier, bei den Piraten ist das anders dargestellt worden, Sie nutzen das hier, um deutlich zu machen, dass Sie etwas abschieben wollen auf das 9. Schulrechtsänderungsgesetz. Es ist aber überhaupt nicht darauf zurückzuführen. Wir werden selbstverständlich neben der Tatsache, dass die Kinder einen Schulplatz haben, und das ist das, was zuallererst einmal wichtig ist, werden wir klären und nachgehen, wie es in einer Bezirksregierung, ist es dokumentiert, zu dieser Vielzahl an Anträgen gekommen ist. Meine Damen und Herren, ich nutze aber gern die Gelegenheit, auch Folgendes klarzustellen. In der Diskussion um das 9. Schulrechtsänderungsgesetz wurde vehement folgende Befürchtung geäußert. Die Zahl der Anträge würde angesichts der neuen Rechtslage rapide sinken, wenn Eltern und nicht die Schule den Antrag stellen. Das Beispiel Münster zeigt, dass sich diese Annahme nicht bewahrheitet hat. Genau das Gegenteil ist der Fall.
462 Anträge mit einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Lern- und Entwicklungsstörungen sind bei der Bezirksregierung Münster eingegangen. 458 davon wurden von den Eltern gestellt. Ganze 4 Anträge kamen also von den Schulen. 402 der insgesamt 462 Anträge gingen von einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Lern- und Entwicklungsstörungen aus. Das sind 87%. Also, Frau Ministerin, ich bin auch schon beim letzten Satz. Wir gehen den Dingen nach. Wir gucken darauf, dass die Bezirksregierung eine Priorisierung vornimmt und das genau unterscheidet. Wo ist klar, dass es schon sonderpädagogische Unterstützung in der Schule gibt? Das ist für mich nachvollziehbar. Und deshalb besteht auch aus meiner Sicht kein Grund, dem Antrag zuzustimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Ministerin Lörmann. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt, zu der wir entsprechend kommen, und zwar über den Inhalt des Antrags in Drucksache 19/78. Ich darf fragen, wer diesem Antrag der Piraten zustimmen möchte. Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 19/78 mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen von CDU, FDP und Piratenfraktion abgelehnt worden ist. Ich schließe die Beratung zu Tagesordnungspunkt 5 und rufe auf Tagesordnungspunkt 6.